Ich habe heute lange überlegt, was ich zum Mittag mache. Und zwar werde ich heute mit Toastbrot Atomtoast machen. So, da brauchen wir erstmal eine Pfanne. Dann haben wir hier Sucuk, Knoblauchwurst und Geflügelwurst klein geschnitten. Die braten wir erstmal an. Tue ich jetzt auf meinen Herd. So, das wird erstmal angebraten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da noch einen Schuss Öl mit reinmachen, aber ich versuche das mal ohne Öl zu braten, damit es nicht zu fettig wird. So, das lassen wir erstmal anbraten. Dann kommt dazu Käse, Scheibenkäse habe ich hier. Ich habe Ziegenscheibenkäse genommen, dann Cherrytomaten klein geschnitten, etwas Butter brauchen wir, dann habe ich so eine Burgersoße zu Hause gehabt, so, und Toastbrot. Na, da ist mein Toastbrot. So. Was wir noch brauchen. Zwei Eier, ich mache nämlich zwei von den Toastbroten. Die werde ich hier erstmal in die Schale reinmachen. Dann kommt da etwas Salz rein, halber Teelöffel Salz ungefähr. Das verrühren wir dann mit der Gabel. So, dann kommt das Ganze in unsere Toastmaschine rein. Die habe ich schon erhitzt. Ich hoffe, es schwappt nicht über. Wir müssen erstmal noch einen Moment warten, wie das aussieht mit unserer Knoblauchwurst. Sieht gut aus. So, jetzt kommt das Ganze, also erstmal die Hälfte nehme ich hier auf die Maschine drauf, gemischt mit Sucuk und Geflügelwurst. Ja. Dann kommt da mit dem Löffel Wasser. Das geschlagene Ei. Dann machen wir auch die Hälfte. Wir lassen das Ganze mal etwas anbraten. Wir machen mal den Deckel zu. Deckel machen wir mit, mit einer Toastscheibe, damit das alles nicht verklebt. Da tropft es schon runter. Dann machen wir mal Küchenrolle. So, machen wir einmal den Deckel zu. Warten, bis das Ei soweit gebraten ist. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch da ein bisschen Butter dazu schmieren. So, aufs Toastbrot drauf. Machen wir das Ganze noch mal zu. Ihr seht, das Ei wird so langsam.
Wir wollen unsere andere Hälfte vom Toastbrot. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal auf. Da kommt jetzt nämlich noch der Käse und die Tomaten dazu. Drehen das Ganze um. Seht ihr? Das ist alles schon mal soweit. Ups, da kommt jetzt noch 2 Scheiben Käse drauf. Und die Tomaten. Erstmal die Tomaten. Scheiben Käse, schön viel Käse und die andere Seite vom Toastbrot. Da können wir jetzt noch mal ein bisschen Butter drauf schmieren und lassen es eben 2 Minuten anbraten. Warten wir einen Moment und die andere Hälfte könnt ihr gleich genauso machen. Ihr könnt eventuell noch eine Gurke dazu machen. Jetzt hole ich mal meine Soße, habe ich vergessen. Das können wir zum Schluss noch ein bisschen reinmachen. Da wird schon langsam die Soße oder Ketchup könnt ihr auch nehmen. Müsst ihr so lange warten, bis der Käse geschmolzen ist. Da ich leider keinen Pauseknopf habe, dauert das alles immer ein bisschen länger. Aber man kann ja schon viel erkennen. Also lasst es noch eine Runde anbraten und dann ist eigentlich euer Atomtoast soweit. Fertig.